Hallo und herzlich willkommen zurück beim nächsten Let's Play Civilization Beyond Earth. So, wir haben hier noch immer dieses kleine Problem mit den Aliens. Wir werden mal schauen, wie sie auf uns reagieren. Da sind ein paar Aliens weniger. Das kann auch für uns nur von Vorteil sein. Unser Expeditionstrupp ist stark angeschlagen, das heißt, wir werden ihn jetzt erstmal zurückziehen. Unser Kampffahrzeug hier erholt sich. Bis er Verstärkung kriegt, bleibt er hier verschanzt. Sofern wir das überleben, weil wir werden wieder angegriffen. Ich denke, zwei Angriffe oder drei Angriffe werden wir nicht überleben. Na toll, was kommt denn da? Ein Belagerungswurm. Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Wir verkrümmern uns hierauf. Wir treten die Flucht zur Seite an. Ja. Nö. Ah, da ist der Belagerungswurm. Wir schauen uns mal an. Ja, hier herum sieht es für mich gut aus. Da sollte es etwas ruhiger sein. Und da werden wir uns auch verschanzen. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nations. Nö. Schön für ihn, aber unter den Bedingungen nicht. Wir können aber mal schauen, diesen hier. By all means, yeah. Damit kann auch ich leben. Und hier unten geht gerade die Welt unter, also unsere neue Welt. Gegen die Belagerungswürmer sind wir sowas von chancenlos. Wenn wir da raufgehen, dann reißen uns die den Hintern auf. Verschanzen. Genauso wie der hier. Und ab dafür. Gut. Unsere Truppen heilen sich ein wenig. Es dauert noch zwei Runden, bis wir das nächste Kampffahrzeug kriegen. Und wir haben eine Questentscheidung anstehen. Fette Jahre. Da wir das Depot jetzt gebaut haben, konnten wir einen erheblichen Ressourcenüberschuss erwirtschaften. Die Frage ist nur, was wir mit diesen ganzen Gütern machen. Schicken wir sie in unsere Fabriken oder lassen wir unsere Händler damit Handel treiben? Die Ressourcen gehen in die Produktion, plus 1 Produktion. Die Ressourcen sind für den Handel, plus 1 Energie durch Handelslager. Wir haben im Moment 8 Energie plus und hier eine Produktion von 15. Ich hätte gesagt, wir gehen in die Energie. Annehmen. Der Handel mit unseren überschüssigen Ressourcen kann uns großen Wohlstand einbringen. Was ist denn heute los? Wir erhalten dadurch selbst mehr Güter und machen unseren Nachbarn auf unseren Wohlstand aufmerksam. Beides kann uns nur hilfreich sein. Okay. Und weiter geht's. Oh, ich sehe, da wird wer fertig. Sollen wir jetzt eine Kooperation eingehen? Es ist schwer, auf diesem Planeten gute Nachbarn zu finden. Ich würde gerne ein Kooperationsabkommen abschließen zum Wohl ihrer Leute wie meiner. Was sagen Sie? Wir werden gerade am Anfang, denke ich, doch uns nicht mit unseren Nachbarn anlegen wollen. Also ja. Gut, sie freut sich. So, unser Bautrupp ist fertig. Wir könnten jetzt hier und hier Generatoren aufbauen, was uns Energie bringt. Und das werden wir auch machen. Plus 2 Energie, wie ihr seht. Der heilt sich hier unten und wir können wieder eine Questentscheidung treffen. Das wissenschaftliche Verfahren. Der Leiter unseres neuen Labors hat einen interessanten Vorschlag. Im Moment ist unsere Forschung sehr breit aufgestellt. Diese Methode hat ihre Vorteile, erfordert aber den Bau weiterer Labors in anderen Städten. Haben wir noch nicht. Er hingegen glaubt, dass wir unsere wissenschaftlichen Fortschritte erheblich steigern, wenn wir unsere Forschung auf Xenoökologie konzentrieren. Sobald wir die lokale Biologie verstehen, sollen wir es für unsere wissenschaftlichen Zwecke nutzen.
können. So, Xenoökologie bringt uns ein zusätzliches Expeditionsmodul für den Erkunder. Oder Forschung weiter breit aufgestellt lassen, plus 1 durch Labors, da wir hier an die Artefakte nicht rankommen oder an die abgestürzten Satelliten, nehmen wir lieber die Forschung. Wenn wir uns zu sehr auf das Studium der fremdartigen Phänomene konzentrieren, verpassen wir womöglich andere Fortschritte. Forschen wir weiter in mehrere Richtungen, plus 1 durch Labors. Geschön, weiter geht's. 智慧和财富 Verzeihung, dass ich ins Wort gefallen bin. Unsere Kooperationspartner möchten gern offene Grenzen. Das geht immer. Bitte schön. So, wir haben jetzt, glaube ich, den mal fertig. Den lassen wir jetzt einfach mal automatisch erkunden. Da steht eine Questentscheidung an, die werden wir vorziehen. Kreativer Funke. Unser Kolonialnetz wird jetzt durch einen Territoriumreaktor mit Energie versorgt. Die Bevölkerung hat sich bereits an sein sanftes Summen und Leuchten gewöhnt. Da der Reaktor so effektiv ist, ist er kaum ausgelastet. Wenn wir weiter hochfahren, können wir Energie für erhöhte Produktionsgeschwindigkeit ableiten oder wir könnten sie einsetzen, um neue Einheiten und Gebäude zu errichten. Beides wäre von großem Nutzen. Plus 2 Energie oder plus 1 Produktion. Wir nehmen hier jetzt die Produktion. Energie haben wir ja früher gemacht. Kreativer Funke abgeschlossen. So, dann haben wir die Kampffahrzeuge. Die bewegen sich runter zu ihren Freunden jetzt mal schön langsam. Und wir dürfen eine neue Produktion wählen und nehmen. Was nehmen wir denn? Plus 2 Produktion, Observatorium bringt noch nichts, plus 10% für Landeinheiten, Startzentrum, wir nehmen den Recycler. Und weiter geht's. Da will anscheinend noch mehr Aliens jagen. Sie haben die Station Qigong'an entdeckt. Die Station Qigong'an bringt jeder Stadt, die einen Handelsweg einrichtet, 2 Kultur und 2 Wissenschaften. Schön. Und wieder eine Questentscheidung. Vertraute Exoten. Als wir auf diesen Planeten gekommen sind, haben wir eine Reihe von Pflanzen von der alten Erde mitgebracht. Irgendwie hat es eine dieser Pflanzen geschafft, außerhalb von New Haven invasiv zu wachsen. Wenn wir nichts unternehmen, könnte sie die Umgebung in ein Ökosystem verwandeln, das dem der Erde gleicht. Ob das gut oder schlecht ist, wissen wir noch nicht. Verbreitung eindämmen, Harmonie ignorieren, weiterhin Reinheit, weiterhin Vorherrschaft. Wir gehen auf Vorherrschaft, also ignorieren wir das. Und wir erhalten dadurch 35 Kultur, denn wenn diese Welt mehr wie unsere alte Erde wäre, würden wir es einfacher finden, sie zu zähmen. Wir sollten nichts gegen die Verbreitung tun und sehen, was passiert. Dankeschön. Das heißt, wir dürfen auch gleich einen neuen Wert entwickeln und gehen in die Energie durch grundlegende Ressourcen. Haben wir zwar noch nicht so viel, oder? Plus 8. Mit dem neuen Wert kommen wir auf 10. Doch! Ah, Blödsinn. Wir haben ja hier die Plantage auf den Fasern und hier an dem Basaltsteinbruch. Oder ist das die Mine, die zählt? Nein, ich glaube... Nee, das sind die Fasern. Gut. Sehr schön. Das heißt aber auch, wenn wir das Phyraxit hier anbohren können, dann, sobald wir die Robotik haben, dann kriegen wir noch ein Plus. So, Einheit braucht Befehle. Du gehst... Kein Miasma hierher. Wer darf sich weiter healen? Wo ist jetzt eigentlich unser Erkunder hin? Das weiß. Ah, oh, hier steht er. Gut. In die nächste Runde. Nächste Station. Plus 2 Wissenschaft. Danke, Station. Die sind ziemlich und helfen mir hier. Das heißt. Oi. Unser Erkunder, aber. Wo ist er jetzt wieder hin? In der nächsten Runde soll der. Wir haben wieder eine Questentscheidung, sehe ich gerade. Vertraute Exoten Kapitel 2. Die invasive Pflanzenart hat angefangen, sich zu verbreiten, wodurch die
wodurch sie die anderen Ressourcen des umgebenden Landes eliminiert hat. Trotzdem weist diese Pflanze ein hohes Potenzial als Getreide auf, da sie schneller und höher wächst als auf unserer alten Erde. Unsere Wissenschaftler glauben, dass die Pflanze durch einfache genetische Modifikationen als Energie- und Nahrungsquelle genutzt werden kann. Wir müssen uns nur überlegen, was nützlicher für uns ist. Nahrungspflanze, Reinheit, Energiepflanze entwickeln, Vorherrschaft. Und dann gehen wir Richtung Vorherrschaft. Und das hatte zur Folge, bauen Sie ein Alien-Reservoir in New Haven. Okay, da werden wir aber etwas entwickeln müssen, glaube ich. Schauen wir sicherheitshalber nochmal. Alien. Okay. Reservat. Alien-Reservat. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Alien-Reservat ist Pharma-Labor, Zellzuchtstation. Alien-Reservat. Das könnten wir dann als nächstes machen. Könnten wir, glaube ich. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Einheit benötigt Befehle. Die geht hier in Richtung ihres Kompass. So. Und ja, ich hätte mal gesagt, diesmal eine etwas kürzere Folge, aber das werden wir das nächste Mal dann einarbeiten. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Civilization Beyond Earth.